Ein einjähriges Trainerjubiläum beim Hamburger SV ist das etwas Besonderes. Seit 2008 und Huub Stevens gelang dies keinem mehr. Thorsten Fink heißt nun der Jubilar, der in diesem einen Jahr schon eine echte Achterbahnfahrt hinter sich hat. Ja, also ich habe mich auf ein schweres Jahr eingestellt vorher. Zwischendurch habe ich mir gedacht, es wird doch leichter, als ich erst dachte. Und dann wurde es wieder schwieriger. Also es war ein turbulentes Jahr einfach. Und natürlich, nachdem ich von der Champions League, von Basel, eine Woche später gegen den Abstieg gespielt habe mit dem HSV, war es sicherlich schwierig, da sich umzustellen. Aber ich denke, das haben wir als Verein ganz gut zusammen gemacht. Auf den Boden der Tatsachen. Statt Königsklasse, Klassenkampf. Als er antrat, verglich er sich mit Jürgen Klopp. Eine Aussage mit Boomerang-Effekt. Es war eine lange Leidenszeit, sagen wir mal so. Wir haben ja letzte Saison eine Durchstrecke gehabt oder wir haben gegen den Abstieg gespielt. Jetzt fing es gleich wieder so an. Ja, auch in der Pause, in der Sommerpause wurden wir nur kritisiert. Und das fällt dann natürlich schwer, aber als Trainer muss ich vorneweg gehen. Ich habe an meine Mannschaft auch geglaubt. Ich wusste, dass es besser wird, sobald die neuen Kräfte da sind, sobald wir dann auch dieses auch rüberbringen können mit den neuen. Das fehlt ja immer, so kleine Mosaiksteine fehlten ja immer. Das ist ja nicht viel und die haben wir jetzt und deswegen läuft es auch gleich besser. Kritik am Sportdirektor Frank Arnesen. Durchhalteparolen, immer wieder Durchhalteparolen, bis endlich auch sein Erlöser da war. Mit Raphael van der Vaart kam die Wende. Es wurde wieder bequemer auf Hamburgs Trainerstuhl und das zum 125-jährigen Jubiläum. Scheint so, dass unsere Mannschaft ihr Selbstvertrauen wieder bekommen hat, dass sie spielerisch sich natürlich auch durch die Verstärkungen, dass sie da besser geworden sind. Natürlich aber, wir haben auch Schwächen und die gilt es einfach abzustellen und noch besser zu spielen. Weil wir können uns ja jetzt nicht zufrieden geben, sondern es kann schnell wieder nach unten gehen. Es sind 5 Punkte nach unten, 2 Punkte auf den Tabellenplatz 4. Aber ich denke mal, Ziel sollte unter die Top 10 sein in diesem Jahr. Bescheidenheit. Für den Ex-Bayern-Spieler eine neue Erfahrung. Doch schnell packt ihn wieder der Ehrgeiz. Und so wird das Saisonziel doch noch ein bisschen nach oben korrigiert. Wunsch ist Platz 6, realistisch. Ich denke, da wo wir jetzt stehen, ist eine realistische Aufgabe. Wir wollen mal schauen, wo wir am Ende der Saison denn dann stehen. Wenn wir immer noch da stehen, kann man vielleicht nochmal sagen, jetzt greifen wir nochmal an, wenn nichts mehr nach unten passieren kann. Ja, aber ich denke mal, realistisch ist so Platz 8, 9 rum. Und wie gesagt, wollen aber erst nur Ziele ausgeben, die kurz sind. Das heißt, am Sonntag das nächste Spiel gewinnen und dann so weiter. Sein Vertrag geht bis 2014. Er will auch die 2-Jahres-Marke beim HSV knacken. Das hat auch ein Huub Stevens beim Nordclub noch nicht geschafft.